Hallo liebe DMSG-Community, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr sehen könnt, ist das heute ein Video der etwas anderen Art. Ich werde euch ein unbekanntes Wesen führen. Spaß. Aber so ein bisschen stimmt das trotzdem. Ich befinde mich nämlich hier am Strand, der ist da hinten, was ja schon ein ungewöhnlicher Drehort ist. Am 30.05. ist ja Welt-MS-Tag, internationaler Welt-MS-Tag tatsächlich. Ich habe dazu auch ein Video gemacht. Schaut euch das gerne an, aber nicht jetzt. Jetzt guckt ihr erstmal dieses Video. Anlässlich zum Welt-MS-Tag hat die DMSG, also die Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft, eine sogenannte Tauzi-Challenge ins Leben gerufen. Und ich habe mich berufen gefühlt, da mitzumachen. Das diesjährige Logo der DMSG zum Welt-MS-Tag habe ich euch ja im letzten Video schon gezeigt. Ich blende das jetzt trotzdem mal hier ein. Denn genauso wie bei diesem Logo werden auch wir gleich für ein Foto gemeinsam an einem Strang ziehen, symbolisch gegen die MS sozusagen. Mit dabei sind MSler aus meiner MS-Gruppe, aber auch Mitarbeiter der DMSG MV. Und damit ihr, liebe DMSG-Community, nicht zu kurz kommt, nehme ich das Ganze sozusagen behind the scenes auf und werde auch noch ein paar Interviews machen, die ich euch nachher zeigen werde. Jetzt muss ich aber erstmal zur Fischbude, da ist nämlich gleich der Treffpunkt. Und ja, ich bin schon echt gespannt auf die Fotos und Videos, die wir zusammen drehen werden. Wir werden jetzt erstmal die Tauzi-Fotos machen. Die Ergebnisse werde ich euch am Ende des Videos einblenden. Und ich hatte noch die Idee, zusammen mit dem Tau noch etwas anderes aufzunehmen. Und das werde ich euch jetzt zeigen. Wir sind jetzt mit den Strandaufnahmen fertig. Ich finde, es lief ganz gut. Ich bin jedenfalls zufrieden. Jetzt gehen wir erstmal vom Strand weg, ein bisschen weiter hoch, wo der Wind nicht ganz so doll ist. Ich habe nämlich mein Ansteckmikro vergessen. Und ja, werde auf jeden Fall die Interviews mit Untertiteln versehen, weil die wahrscheinlich tonal nicht besonders gut sein werden. Übrigens, falls ihr zwischendurch bei den Interviews oder so mal einen Hund winseln hört, das ist meiner, der möchte nämlich beispielen. Hallo liebe Ramona. Hallo Annika. Du bist ja die Geschäftsführerin von dem Landesverband der DMSG MV. Meine Frage an dich wäre, was denkst du, hilft den MS-Erkrankten in deinem Landesverband bei ihrer Krankheitsbewältigung? Nach unserer Erfahrung im Landesverband Mecklenburg-Vorpommern ist wirklich das Thema gemeinsam, was hilft. Unsere Stammtische, unsere Selbsthilfegruppen, unsere offenen Treffs, unsere Veranstaltungen, unsere gemeinsamen MS-Tage, unsere Freizeiten, all das, was wir zusammen machen, das nenne ich auch Unterstützung, Informationsaustausch und Hilfe im Alltag. Sven, was bedeutet für dich gemeinsam in deinem MS-Alltag? Familie, dass er da nicht alleine auch durch muss, da wir ihn ja auch immer so unterstützen und beinsam. Ich denke mal, auch so die Gruppe hilft ihm auf jeden Fall. Und das Nordic Walking, was wir auch mal gerne so zusammen machen. Ja. Hi Stefan! Was hältst du von dem Motto gemeinsam zum diesjährigen Welt-MS-Tag? Also ich finde das ein sehr schönes und tatsächlich auch sehr, sehr wichtiges Motto. Gerade auch als Selbstbetroffener ist es natürlich wichtig zu erkennen, wie kann man gegen die Krankheit, mit der Krankheit umgehen. Was geht mit Betroffenen gemeinsam einfach am besten? Aber gemeinsam sind nicht nur Betroffene, gemeinsam sind aber auch die anderen. Gemeinsam ist man stärker, gemeinsam kann man mit den Problemen besser umgehen. Gemeinsam in der DMSG hier im Land Mecklenburg-Vorpommern können wir die Krankheit besser bewältigen. Und dafür ist Gemeinsamkeit notwendig. So, der Dreh ist geschafft. Ich finde, die Fotos und Videos sind echt cool geworden. Wir werden jetzt nochmal zur Fischbude gehen und uns da ein bisschen stärken. Jetzt gerade stehen wir hier an der Fischbude und quatschen noch ein bisschen. Am 30.05. ist der Welt-MS-Tag, vergesst das nicht. Und wenn ihr auch eine Meinung zum Motto gemeinsam habt, dann dreht gerne ein Video und schickt uns das. Die Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ihr bekommt natürlich noch die versprochenen Tauzi-Fotos zu sehen zum Meeresrauschen im Hintergrund. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Thank you.
bitte winkt mal alle. Hat euch der Dreh gefallen? Ja! Oh, das geht doch.